Das serbische Gefangenenlager Manjača im Nordwesten von Bosnien. Die Serben halten hier über 3000 Moslems hinter Stacheldraht gefangen. Der Sonnenschein trügt. Die Temperatur sinkt nachts bis auf 10 Grad unter Null, denn das Lager liegt in 1800 Meter Höhe. Die Menschen leben in ehemaligen Viehställen. In diesem Raum drängen sich 700 Gefangene. Sie sind ausgehungert bis auf die Knochen. Sie liegen auf Stroh und nassem Beton. Jeder hat nur zwei dünne Decken. Ganz wenige haben Winterkleidung und feste Schuhe. Es fehlt an allem. In diesen Löchern müssen sie nachts ihre Notdurft verrichten. Denn nach 19 Uhr werden die Stalltüren verriegelt. Eine Brutstätte für Krankheitserreger. Das Dach ist undicht. Schnee und Regen haben den Boden zu einem Schlammbad gemacht. Ja, und hier sitzt der Reporter, der einen Blick in die Hölle tat, Marco Josilo, Journalist. Ja. Und wie sind Sie überhaupt dazu gekommen, dass Sie in dieses Lager herein durften? Normalerweise sind ja gerade Journalisten nicht dort sehr willkommen. Ja, gute Frage. Wie kommt man rein? Ich glaube, ich habe mit Argumenten der bosnischen Serben zugeredet, dass man eigentlich dorthin muss und drehen muss. Weil erstmal diese Männer, die wir gerade im Film gesehen haben, die wollen nicht mehr kämpfen. Zweitens, die können nicht mehr zurück in ihre Heimatdörfer und Städte, weil Bosnien ist durch Krieg zerstört oder völlig verwüstet. Nach Kroatien wollen die Serben nicht lassen, weil durch Abkommen zwischen kroatischer Regierung und muslimischer Anführer Izetbegovic ist Kroatien verpflichtet, diese Männer wieder zu bewaffnen und dann an die Front zu schicken. Das heißt, einzige Rettung für die ist wirklich Westeuropa und außereuropäische Ausland. Und also das hat bei Serban eigentlich eingeleuchtet.